Können Sie sich eigentlich vorstellen, was das für die Sängerinnen und Sänger bedeutet, an den World Choir Games teilzunehmen? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil es ist was ganz Besonderes, wenn ein Chor, der vielleicht von seiner Schule entsandt wurde oder von einer kleinen Stadt finanziert wird oder von einem Unternehmen finanziert wird oder sich selbst finanziert, dass ein Chor auf einer Bühne singen darf, eine internationale Bühne, und gewinnt dann plötzlich und darf dort stehen, auf dem Podium für sein Land die Ehre entgegenzunehmen, die Nationalhymne zu hören und die Fahne hissen zu hören zu können. Und das ist das Schöne dabei, dass Menschen zusammenkommen, zusammen singen und zusammen dann Freundschaften schließen. Es sind viele, viele Ehen schon aus solchen Chorverbindungen heraus entstanden, innerhalb des Chors oder, wenn sich Chöre treffen, von Chor zu Chor. Und das ist doch auch etwas, was immer so schön heißt, Völkerverbindung oder ähnliche Schlagworte. Wir sprechen nicht davon, sondern wir praktizieren diese Taten.